begrüße Sie heute zu ein bisschen Musik und ein bisschen Andacht. Wir, das sind Musiktherapie-Kolleginnen aus Magdeburg, aus nördlich von Magdeburg, aus Berlin. Wir kommen also von überall her und wir hatten hier gerade ein sehr schönes Wochenende, denn einmal im Jahr singen wir zusammen. Letztes Jahr konnten wir nicht singen, aber dieses Jahr haben wir es wieder nachgeholt und haben gemerkt, wie gut es uns tut, einfach mal wieder zusammen zu singen. Und ein bisschen von dem, was wir geübt haben oder was wir so gerne singen, singen wir heute. Entstanden ist das Programm, weil wir anfangs viel in Altenheimen gesungen haben und einfach so geguckt haben, ja, Schlager steht meistens in unserem Programm, dass wir uns überlegen, was könnte passen und was singen wir einfach gerne. Ja. Ach, ich sag nicht anders als nächstes singen, Sie werden das selber hören. Natürlich, um die Liebe.
sage auch nochmal herzlich willkommen heute Nachmittag. Als wir das geplant haben, war überhaupt noch nichts klar. Ein Konzert war überhaupt nicht zu denken. Da gab es strenge Vorschriften. Das war noch Zeit. Inzwischen hat sich manches geändert, manches gelockert. Das ist auch schön. Was immer erlaubt war, waren Gottesdienste. Das war auch toll. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute eine Mischung aus Musik und Gottesdienst. Und ich wollte, ihr wisst ja, ich bin sonst immer ordentlich angezogen, ich wollte vorhin noch schnell rüberflitzen und da hat eine der bezaubernden Damen gesagt, sie hat schon mal einen Pfarrer in kurzen Hosen gesehen, so bei so einer Veranstaltung. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt mal ganz mutig und komme heute einfach in kurzen Hosen. Ich hoffe, das geht für euch, sonst komme ich gucken, wer alles lange anhat. Und sie haben auch gefragt, was ich jetzt, weil sie so viele Liebeslieder singen, was ich denn jetzt zum Thema Liebe sage. Ich sage nichts zum Thema Liebe, weil ich gerne mit euch einen Psalm beten möchte zum Lob Gottes. Und weil ich sicher bin, dass überall da, wo so eine Stimmung ist, wo es schön ist, wo Menschen nicht nur von Liebe reden, sondern wirklich einander lieb haben, da ist Gott ganz dicke dabei. Deswegen als Kontrastprogramm zu den flotten Liedern und Schlagern jetzt die ganz alten Worte aus Psalm 103. Das ist in eurem Gesangbuch die Nummer 742. 742. Und ich möchte ihn wie immer gerne abwechselnd mit euch lesen und beten. Ich beginne und ihr antwortet mit den Zeilen, die ein Stückchen eingerückt sind. 742. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben rettet, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, alle Gebrechen sind dein. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Der Herr will nicht mit uns nach und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist zum Abend, lässt er unsere Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für eine Milde wir sind. Er gedenkt daran, was wir schaut. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf jedes Kind bei denen, die seine Worte halten. Und gedenken an seine Worte, dass sie da tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Herren, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Amen.
Können Sie Schwedisch? Nein? Ein Glück. Unser nächstes Volkslied stammt aus Schweden. Wir singen es erst Schwedisch und weil Sie es ja alle nicht verstehen, singen wir es nochmal auf Deutsch. Gemeinsam singen. Geh aus meinem Platz und suche Freud die 303 oder 3, die 503 oder 7? 503. Die Strophen 1 bis 4 und dann noch die 8. Thank you.
wusste gar nicht, dass schon gleich zu Ende ist. Ich würde gerne mit euch zusammen beten. Gott, dein Sohn hat der Welt gezeigt, dass du jedem Menschen nachgehst, der verloren scheint oder sich verloren fühlt. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für deine Treue und wir bitten dich heute, hilf uns, dein Wort zu leben und zu halten, damit wir verlässlich sind als Christen für unsere Mitmenschen und dass wir in unserem Reden und Handeln wahrhaftig bleiben. Hilf uns, dass wir mehr auf uns selbst achten, gleichzeitig aber die im Blick behalten, die in Not sind. Hilf uns, auf Kinder zu achten, damit sie ihre Fantasie und ihre Neugier aufs Leben ungehindert entfalten können. Hilf uns, auf die Alten zu achten, damit wir die Schätze ihrer Lebenserfahrung und Weisheit teilen. Hilf uns, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wenn wir so schlimm drauf sind, dass wir meinen, dass alles herum schwankt. Hilf uns, die glücklichen Momente unseres Lebens nicht zu vergessen, damit wir von ihnen in schweren Zeiten zieren können. Gott, komm und hilf uns mit deiner Kraft, damit deine Erde erfüllt wird vom Jubel über dich, über die Liebe und das Leben. Amen. Und wir beten mit den Worten, die wir von Jesus Christus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die nächsten Lieder handeln von Frauen. Wir sind froh, dass wir den Tobias dabei haben, der mit uns übt. Vielen Dank, Tobias. Das nächste Lied handelt auch vom Dank an die Musik. Handelt das nächste Lied von dem schönen Tag heute. Und das vierte Lied, was wir singen, lädt eigentlich zum Kaffeetrinken ein. Bin mir aber nicht sicher, ob von Ihnen jemand die Sahne mitgebracht hat.
Das ist die Stelle, wo üblicherweise die Blumen überreicht werden. Die hätten wir in Heimweg sowieso nicht überstanden. Deswegen für euch die Info, die Damen haben es schon gelassen, gab es gestern Abend was Kühles zu trinken. Das war, glaube ich, alkoholfrei, ne? Damit der Auftritt heute gesichert ist. Der Sekt. Ich glaube aber, da liegt noch was im Kühlschrank. Da ist noch was im Kühlschrank. Vielen Dank. Wunderbar. Jetzt kommt der Werbeblock. Es war eine Einladung zum Kaffee trinken. Mit der Kuchenbestellung, das hat irgendwie nicht so funktioniert wie sonst. Da hatte ich gestern noch mal eine Nachricht hinterhergeschickt, die hat vielleicht nicht alle erreicht. Wir machen das wie bei so einem Picknick, jeder packt aus, was er dabei hat und legt es auf den Tisch und dann wird es irgendwie gemütlich. Also Getränke sind drüben, Stühle, Tische, Bänke, Zelt, alles da. Und legt noch was auf den Tisch und wir lassen es uns gut gehen. Und wenn die Damen dann fertig sind, aus der Maske wieder zurückkommen, dann... Oder habt ihr vielleicht noch eins, was ihr noch nicht richtig könnt? Oder? Ja. Das wäre auch cool. Das würden wir als Zugabe nehmen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Dankeschön schon mal. Sie wird ja noch nicht mal. So schön, so schön. Thank you.
Hallo.